So, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt und der Prophet nicht zum Berg, dann komme ich halt daher und knall die beiden mit dem Kopf zusammen. Also hier unseren Treibstofftank und unser Mittelteil. Willkommen zurück zu KSP2. Ihr habt ja viel vermutet im letzten Video, warum das Docken nicht geklappt hat. Ich bin immer noch der Meinung, es ist total verbuggt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Nein, also das Ding oder das Ding, je nachdem, die benehmen sich, da kann man sagen, was man will, die benehmen sich merkwürdig. Ich habe zwar, wie der ein oder andere festgestellt hat, hier, ich habe zwar hier das RCS angelassen und das SAS, damit die sich ausrichten, aber hin und wieder bewegen die sich mal spontan voneinander weg oder wieder aufeinander zu, obwohl überhaupt gar keine Tasten gedrückt wurden oder auch das SAS gar nicht gearbeitet hat. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Aber ich bin jetzt im Anflug und ich bin guter Dinge mit 1 Meter pro Sekunde, das ist ein bisschen fix, aber ich traue mich jetzt gar nicht da großartig Steuerbewegungen zu machen, weil sonst hier irgendwas passiert. Aber ich docke jetzt mit diesem Ding hier, hoffe ich, mit diesem Ding an diesem Teil da an. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich explodiert dann alles. Das kennen wir ja schon. Aber ich bin einfach mal optimistisch. Und davon müssen wir ja nur, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tanks anbringen. Das wird sicherlich total. Ich glaube, danach bringen wir erstmal das große Triebwerk unten an. Da bin ich sowieso noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert mit dem großen Triebwerk. Wir nähern uns einander. Und dadurch, dass das hier so flackert, ist ja auch permanent am... ist ja auch permanent am Rödeln hier. Was mich wahnsinnig macht. Da, ihr hört das ja, das RCS ist die ganze Zeit am Rumwursteln. Ich mach das mal kurz aus hier. Und das ist auch bald alle. Also das wird noch eine... also das RCS, das Monoprop. Das wird eine richtig lustige Sache, die alle miteinander zu verhaspeln. Aber ich werde das ausprobieren. Vielleicht mache ich mal zwischendurch was anderes, um wieder zu cool downen. Aber jetzt habe ich erstmal vor, diese beiden miteinander zu verheiraten. Und sei es das Letzte, was ich tue. Kommt, mein Kleiner. Küsschen. Gib mal noch ein bisschen Schub nach vorne. So. Dieses ganze Gegensteuern verbraucht irrsinnig... oh Gott, da kommt jetzt... warum hat er jetzt auf einmal einen Speed drauf sondergleichen? Das sieht furchtbar aus. Egal, ich lasse ihn mal so. Das sieht mir viel zu fix aus. Ich bremse mal ab, ja? Soll ich mal abbremsen? Ich bremse mal ein bisschen. So, Küsschen. Küsschen, komm. Schmatz. Oh Gott, wir haben angedockt. Dass ich das noch erleben darf. Also sagen wir mal so, das Andockmanöver an sich ist nicht schön, aber das Andocken zumindest haben sie... kann man das hier irgendwie mal ausschalten? Zumindest haben sie das Andocken in irgendeiner Form hingekriegt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz... das Erste, was wir jetzt mal machen, ist speichern. Was ein Akt. Ja, so. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir das da dran, das da dran. Jetzt müssen wir dieses Ding irgendwie loswerden. Ehrlich gesagt können wir jetzt aber hier... ist da noch was drin, ne? Wir können jetzt hier noch ein bisschen reintanken, glaube ich. Warte mal. Und zwar, wir gucken mal in den Resource Manager. Wo ist er? Da. So, und jetzt gucken wir mal nach, wo ist überall Metalox drin? Da ist Metalox drin, da ist Metalox drin. Wo ist noch Metalox drin? Warte mal, da. Da, guck mal hier, was da an Metalox drin ist. Da raus. Achso, ist da noch mehr Metalox? Da ist auch Metalox drin. So, das heißt hier out, 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 out. Und wo rein? Da rein. Halt, was sag ich jetzt immer? Nee, war richtig. Mach das wieder auf. So, hier. Da kommt's rein, das gute Metalox. Ich würde mal sagen, start. Ne, warte mal. Out. Ja. Out, out und da rein. Start.
Slurp. So, jetzt ist das Metalox voll. Also die Dinger sind alle voll, würde ich mal sagen. Lass mal kurz gucken. Irgendjemand von euch hat dieses Umpumpen-Menü noch nicht gefallen. Ich muss sagen, ich finde es nicht so schlecht. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde andere Dinger viel schlimmer, nämlich das Docking-System. So. Jetzt müssen wir, da sind wir angedockt, jetzt müssen wir hier quasi separaten. Haben wir noch irgendwas, was wir umpumpen könnten? Naja, natürlich das Monoprop. Wo ist das Monoprop? Da. Warum haben wir keine Monoprop? Ah, das hat ein bisschen gedauert, bis er das geladen hat. Okay. Wir packen. Wo ist das? Ja, okay, es ist. Vielleicht ist es etwas unübersichtlich, ja? Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Warte mal, da. Das da. Und das ist auch. So, das sind die leeren. Und was sind das hier? Ach, das sind die da. Okay. Das sind die. Und wo sind die? Wo sind die ganz leeren? Das sind die hier. Die können wir leer pumpen, ne? Ja. So. Den müssen wir gleich mal out. Der ist auch out. Was ist der out? Ja. Der ist auch out. Ja, es ist etwas. Es ist etwas blöd gemacht, aber so blöd ist nur auch wieder nicht. So, in, out, 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 Start, Pump. So, das war nicht viel, aber wir haben zumindest hier das Ding mal. Haben wir da noch irgendwas? Ne, das sind alles hier. Okay, jetzt können wir dieses. Das Ding hier ist jetzt wirklich toter Ballast, das kann weg. Und zwar machen wir das jetzt wie folgt. Hoppala. Machen wir das zu. Die Kappel. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich richtig gemacht. Wir haben unseren ersten Tank an unserem Flagship. Ich bin so begeistert. Das hat ja auch nur 2 Folgen lang gedauert. So. Ja. Und jetzt bringen wir davon. Ich würde mal sagen, wir bauen diesen Tanktransporter hier, den bauen wir um. Den bauen wir um, weil wir brauchen dann natürlich. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier wieder vollen Schub drin, ne, in den 4 Engines. Das finde ich extrem geil. Darf ich nochmal speichern, bitte? Save Game unter. Was haben wir? Was ein Akt. Das ist jetzt Was ein Akt 2. Ich speichere jetzt alle 5 Minuten. So. Wie viel Monoprop haben wir noch? Nicht viel, aber auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, bringen wir noch so ein Ding? Ich würde sagen, wir bringen ab jetzt 2 von diesen Tanks nach oben. Damit wir die immer so, damit wir nicht da noch 10-mal hochfliegen müssen, sondern vielleicht nur noch 5-mal. Ja, okay. So, wir gehen mal, wir bewegen uns auch noch mit einer merklichen Geschwindigkeit. Das ist ja schon mal gut, das muss man ja auch immer checken. Jetzt gehen wir zurück ins, ja genau, da rein. Laden mal das. Eigentlich müssten wir das komplett neu. Wollen wir erstmal die Triebwerke, das Triebwerkmodul entwerfen? Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt für. So, das Triebwerkmodul war ja. War das so ein ganz großer? Ich muss jetzt nochmal. Ich muss nochmal das Kreuz des Südens laden, ja. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hallo? Ich will gerne das Kreuz des. No. Hier, da müssen wir drauf drücken. So, das Kreuz des Südens war das hier. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, was da unten dran geflanscht war. Hoppala. Moment. So. Was war da unten dran geflanscht? War das ein großer oder ein ganz großer? Darf ich mal bitte gucken? Es war tatsächlich ein ganz großer, ne? Ja. Ich hab da einen riesigen Oschi habe ich da dran geflanscht, oder? Welchen habe ich denn da dran geflanscht? Die Frage.
Oder den? Nee, den nicht. Das sind die Batterien, du Flachpfeife. Das sind die Batterien. Hier. Ja, ich habe tatsächlich die ganz großen ran geflanscht. Okay, dann wissen wir ja jetzt, was wir zu tun haben. Do you want to lead your... Yes, ist vollkommen okay. So, das heißt... Da kommt jetzt ein... Ja. Was bauen wir da dran? Wir wollen da im Prinzip... Wir bauen jetzt erstmal die Triebwerkseinheit. Im Prinzip wollen wir da dran flanschen. Wo ist denn das große Triebwerk? Das große Atomtriebwerk. Das große Hydrogen-Triebwerk. Ist das hier? Nee, was ist denn das Hydrogen-Triebwerk? Monoprop Hydrogen, da. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da muss eigentlich mehr Wumms ran. Das ist halt viel zu wenig hier. Da kommt ja gar nichts bei rum. Eigentlich brauchen wir da... Und das wird jetzt ein Chaos sondergleichen. Also ich würde jetzt gerne, wenn ihr jetzt versteht, ich versuche euch mal zu erklären, was ich möchte. Ich würde jetzt gerne von diesen Dingern mehrere gleichzeitig dran bauen. Und das wird jetzt mal so ein Akt. Und zwar, denke ich mal, machen wir das mit Struktur. Was haben wir denn da? MK3 Engine Mount. Was haben wir hier? Multi-Engine Mount. It's possible to surround a big mainsail engine with a lot of little spark engines. Using the multi-engine plate it is along with any other combination of engine you can. Okay. So, also sowas in der Art, ja. Bin mir aber nicht sicher, ob das eine sinnvolle Sache ist, was ich mir da überlegt habe. Also im Moment kann man da gar nichts mit surrounden. Was ist das hier? Das ist aber nicht das, was ich denke, ne? Das ist kein... Dieses Multi-Engine-Ding, das ist nicht das, was ich denke. Hätte ich jetzt gesagt. Guck mal da. Oh. Da können wir was hier... Da können wir witzigerweise nichts... Doch, da können wir hier. Jaw Length, Fairing, Shroud, Deploy Type. Länge. Fairing Enabled, Disabled. Ich glaube, das ist nicht das, was ich wollte. Es ist nicht das, was ich denke, dass es ist. Ein Multi-Engine Mount. Adapter, was haben wir? Hier sowas halt, ne? So ein Adapter bräuchten wir, aber das ist halt... Das ist halt auch nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Das sind ja so kleine Adapter. Das ist das eigentlich auch nicht. Der Multi-Engine Mount funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin der Meinung, das ist die Beschreibung ist eine falsche. Ja, bin der Meinung, das ist eine dusselige Beschreibung. Ich kann ja hier die nochmal ransetzen. So. Da sind in der Tat mehrere dran. Mehrere Pinöpel, ne? Da kann ich hier überall so dran setzen. Aber halt bei den anderen nicht. Engine Mount, Multi-Engine Mount. Das sind angeblich alles Multi-Engine Mount, aber für meinen Geschmack funktionieren die nicht so, wie man denkt, dass sie funktionieren. Gut, dann müssen wir es anders machen. Und zwar, wie könnten wir denn da eine Multi-Engine dran setzen? So, ja, boah, Gottes Willen, ist das wieder groß. Wo ist denn jetzt die Engine? Habe ich sie weggeschmissen? Ich habe sie weggeschmissen. Oder soll man nur eine dran packen? Nee, eine ist zu klein. Wir brauchen mehr. Wir brauchen schon mehr davon. So. Ich probiere mal so ein bisschen was aus.
Ehrlich gesagt, können wir eine Nummer kleiner nehmen? Können wir das eine Nummer kleiner machen? Ich glaube ja. Weil die Engine, ich guck mal kurz, wie groß die Engine ist. Das ist die Labradoodle, die nimmst du bitte nicht. So, das ist okay. Und wenn wir davon jetzt mehrere aneinander flanschen, dann ist das auch okay. Pass auf, das machen wir jetzt so. Ist das in Ordnung? Ja, das sieht total toll aus. So. So können wir das machen. Da könnten wir sogar noch. Ich überlege, ob wir da noch so einen kleinen ranflanschen. Oder ob wir das so lassen. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Engines. Ist das in Ordnung? Ich würde sagen, ja. So, was mich jetzt allerdings so ein bisschen beunruhigt, die haben alle keinen. Die haben alle nicht das, was ich brauche, nämlich folgendes. Ich zeige euch das mal kurz. Die brauchen einen kleinen Tank, weil ich habe die Vermutung, dass die nicht aus diesen Seitentaschen pumpen können. Deswegen kriegen die jetzt einen kleinen Tank. Deswegen nehmen wir den nochmal weg hier. Die brauchen so einen Puffertank, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir auch gerne auch drunter schreiben, wenn ich mich komplett verhaspel hier, also wenn ich mich komplett vertue. Das ist natürlich ein bisschen fett. Gibt es hier noch eine Nummer kleiner? Ja, genau so. Exakt so, meine Freunde. So, jetzt hat er so einen Puffertank. Und jetzt kommen da so eine. Pass auf, jetzt machen wir das vierfach symmetrisch. Ich sagte, vierfach kriegt da nicht gebacken. Okay, dann eben nicht vierfach symmetrisch. Dann halt einfach symmetrisch. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, was ich mir da denke, aber wir probieren es mal. So. Da haben wir jetzt diese Puffertanks. Und zur Not, wenn alle Stricke reißen, muss ich hier permanent umpumpen. Das ist natürlich eine richtig berstig, aber dann probieren wir das halt so. So. Das sieht doch schon mal. Also, das wird das Antriebssystem. Das machen wir jetzt aber wesentlich gelenkiger. Was heißt gelenkiger? Das machen wir jetzt wesentlich. So, dann machen wir jetzt mal hier, Moment, eine KI drunter. And this is not the KI. And this is the KI neither. And we take this one. Okay, ja. Kann man da durchcrossfeeden? Das ist halt noch so mein Ding, ne? Talk, Control. Ich bin mir nicht sicher, ob man da durch crossfeeden kann. Crossfeeden ist auch nicht der offizielle Begriff. So, lass mal kurz gucken. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Problem ist, von diesen Tanks in die großen Außentanks, ob man da reingehen kann. Das steht hier halt auch nicht. Hier kann man halt diesen Fuel Crossfeed. Ich bin, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das geht. Und jetzt müssen wir da drunter. Ich bin mir nicht sicher, ob es geht. Ich setze die jetzt einfach mal da drunter. Komm, hier, Steuereinheit. Flansch. Eine Batterie. Sind die ganz großen? Sind die ganz großen? Eine große Batterie, eine Steuereinheit, Reaction Wheels. Ja, knall doch das Ding wieder voll ohne Ende. Ist ja überhaupt gar kein Thema. Ehrlich gesagt könnten wir aber. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Warte mal, lass mal kurz gucken. Wenn wir hier Steuereinheiten ransetzen, dann überlappen die sich zwar, aber ich glaube, überlappen ist nicht schlimm, oder? Was ist das denn hier? Dann haben wir wenigstens noch ordentlich Steuereinheiten an dem Ding. Warum sind die jetzt, warum sehen die anders aus? Oh
Moment, nochmal. Die großen. Da eine hin. Da eine hin. So, jetzt geht's auch. Da eine hin. Da eine hin. So, jetzt haben wir Steuereinheiten. Haben Energie. Die Solarzellen packen wir woanders hin. Energie haben wir, Steuereinheiten haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch RCS, um die doofe Kiste wieder anzubringen da. Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Das heißt, wir bringen die einzeln an. So, ein da. Ein da. Und dort. Wo ist der jetzt hin? Der ist da drinnen irgendwo, ne? Wie ist er da reingekommen? Ich habe kein Problem damit, dich wegzuschmeißen. So. Ein da. Der ist bitte richtig angebracht. So, da ist einer, da ist einer. Sehr schön. Und noch einer. Hier. Gut. Jetzt unten drunter noch welche. Wo ist denn der Schwerpunkt von dem Monster? Mhm. Aha. Mhm. Da kann man nichts anbringen, oder? Nein. Naja, gut, hier könnten wir was anbringen. Finde ich interessant, okay. Jetzt die Frage, wo ist der dann angebracht? Darf ich mal kurz... Wo ist der... Wo ist der Schwerpunkt? Da, er müsste so weit wie möglich unten. Okay, so weit wie möglich unten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schräg. Ah, das ist okay. Das kann man so lassen. So. So. Und so. Ist das gut? Naja, das ist blendend. So, Triebwerk. Jetzt brauchen wir natürlich noch Monoprop fürs RCS. Wie viel wiegt denn unser kleiner Schatz mittlerweile? 8, na die 87 Tonnen. 87 Tonnen. Na, wird schon reichen. So, kommt da noch was dazu. Was ist das? Monoprop. Monoprop sieht gut aus. Kann man wieder nicht. Nee, kann man wieder nicht. So, mach mal so. Und so. Und so. Und so. So, wir haben Monoprop. Wir haben RCS. Wir haben Energie. Zwar keine Solarzellen, aber da pfeifen wir jetzt mal drauf. Keine Energie. Das muss dann der Rest machen. Wir haben Steuerung. Vielleicht noch eine Antenne. Ich weiß nicht, wie das Ding reagiert, wenn es keine Antenne, also gar keine Antenne hat. Immer wieder mal das hier. Und die können wir irgendwo ranflanschen. Das ist eigentlich relativ egal. Komm, das flanschen wir hier so an die Seite ran. So, da ist es gut aufgehoben. Das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus da. Tschüp, tschüp. So, da haben wir eine Antenne. Monoprop, das, 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 das. So, dieses Ding müssen wir jetzt nach oben juckeln. Allerdings mit ordentlich Kavums, weil es ist natürlich... Es ist natürlich etwas größer. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ne? Nein, nein. Es ist alles gut. Nochmal, wir haben Steuerung. Kann ich das irgendwie ein bisschen... Nein, kann ich nicht. Wir haben Steuerung, wir haben RCS, wir haben Energie, wir haben Funk. Okay, jetzt kommt da drunter die dickste Rakete aller Zeiten. Mal wieder. What is this? Ist das gut? Ja. Wollen wir da 4 drunter flanschen? Na klar. Wird bestimmt lustig. Flunk. 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 Na,
Flonk. So, eine ganz kleine Rakete wird es. Heute bin ich mal bescheiden. So. Eigentlich müsste das überhaupt kein Problem sein, wenn wir jetzt Folgendes tun. Wie viel Delta V hat denn das Ding beim Launch? Ja gut, das zählt aber nicht, weil da sind ja ganz andere Kandidaten. Ist das... Nee, ist zu dick. Dit, das sieht gut aus. Und dit sieht noch besser aus. Flansch. Also eigentlich reicht es, wenn wir einbauen und den dann spiegeln. Also nicht spiegeln, kopieren. Ja. Gott. Ist das die ganz große? 3,7 Kilonewton. Ich glaube, das ist die größte, ne? Ja, ist die größte. Flansch. So. 3,7 Kilonewton. Nur mal kurz gucken, ob das überhaupt genug hätte, um abzuheben. Lass mal schauen. 1,891. Ja, das ist alles gut. Ah, du hast Ideen, mein Freund. So, das sind jetzt 3,86. Und dann bringen wir da noch Zusatztanks an der Seite an, oder? Oder zumindest Booster oder sowas. Ja. Naja. Muss ja, oder? Nehmen die nochmal ab hier. So. Dann reicht es natürlich auf einmal nicht mehr. Ist ganz klar. So, und dann bringen wir da jetzt noch Booster an. Und zwar machen wir das wie folgt. Kriegt ihr heute den Start noch zu sehen? Ich fürchte nicht. Aber wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es noch. So. Und da flanschen wir jetzt, ist die große Frage, was? Wollen wir da nochmal so eine Dinger dran flanschen? Wisst ihr was? Jetzt bring mal. Nein. Der jetzt da dran, ja. So, was wir jetzt mal machen, ist folgendes. Wir gehen mal in diesen Lateral-Dingsbums-Mode. Ist der jetzt da dran? Der sieht so... Doch, ist er. So. Ja. Hat durchaus was. So, jetzt pass auf, jetzt flanschen wir den. Es wird so gruselig gerade. So. Haben wir, warum der jetzt der Meinung ist, dass der Schwerpunkt da ist, ist mir unklar. Nehmen wir nochmal raus. Das ist ja das Schöne, dass hier in dem Spiel nichts kostet, also dass wir keine Carbonzen haben. Dadurch kann ich ja hier irrsinnig asen, was das betrifft. Flonsch. So. Und jetzt kann man noch mal sagen, wo ist meine Fuel Line da unten? Ich probiere mir jetzt mal Folgendes mit den Fuel Lines. Das hat ja bisher immer nicht so richtig funktioniert. Ich setze mal zwei Fuel Lines. In der Hoffnung, dass die zwei jetzt so richtig so... Versteht ihr, was ich meine? So schlürf, schlürf. Ne? Wenn ich das jetzt kopiere, sind die Fuel Lines dann... Ja, wahrscheinlich sind die dann... sind die dann im Eimer. Deswegen mache ich die mal ganz kurz weg. Nächste Treffe. So. Und die auch nochmal weg. Jetzt sind da natürlich... Ja, da sind auch andere Sachen, die mir gerade nicht gefallen. Das da zum Beispiel. Das kann auch mal weg. So, und ich würde sagen, die kopiere ich jetzt mal. So wie es jetzt ist, kopiere ich es mal. Und dann setze ich die da dran. Ja, komm, das probieren wir jetzt mal. Ab. So. Na. Ja. So.
Und so. Ja, das. Ist eine gute Idee. So, alle 8 Triebwerke zünden auf einmal. Das machen wir natürlich so nicht. Sondern jetzt kommt die Geschichte mit den Fuel Lines. Fuel Line. Und jetzt müssen wir leider alle manuell setzen. Jetzt zu der Idee, dass Fuel Lines nur einen gewissen Durchsatz haben, dass man also mehrere setzen muss. So. Probieren wir es noch aus? Wollen wir es noch schnell ausprobieren? Ich muss ja aber auch noch Struts setzen, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch hinhaut. Ah komm, eine Explosion, denke ich mal. Bin ich euch schuldig. Eine Explosion. Wo, Moment, wo? Halt jetzt überall? Warum habe ich denn schon überall? Sind überall, ne? Ja. Okay. Gut. So, jetzt müssten wir die eigentlich noch verstratten, was wir jetzt mal machen. Struktur. Gehen Sie mit der Struktur. Strate-di-du-dai. Ich hab so den Verdacht, das Ding, das wird nirgends wohin fliegen. Es macht einfach eine riesige Explosion. Und dann ist der Keks gelutscht. Der Drops. Dann war es das. Aus mit lustig, Schluss mit lustig und aus die Maus. Aber wir werden es sehen. Eins, zwei, drei, vier. Sind das jetzt irgendwie vier? Ja. Nochmal. Ich starte das Ding gleich. Keine Sorge, ich habe es gleich. Eins, zwei, drei, vier. Jebediah Kerman sagt, Struts sind alles. Eins, zwei. Ihr kriegt die Explosion zu sehen, keine Sorge. Wie viel haben wir aufgenommen? 33 Minuten, komm, so viel Zeit ist noch. So. So. So viel Zeit haben wir noch. Zum Glück gibt es keine Kosten. Wie hat Mr. Hammond gesagt von Jurassic Park? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. So. Wie viel müssen wir denn noch? Ich flansche hier. Nimmt kein Ende. So, jetzt den noch und dann haben wir es. Dann müsste das Ding auf dem Landepad zusammenbrechen. So. Lass mal kurz gucken. Also, die. Warum kann ich die da nicht? Kann ich schon. So, 3000 sind ungefähr. Keine Ahnung, ob das reicht. Wir gucken mal, ob das reicht. Wir probieren die ganz schnell aus. Wir saven das mal als als Triebwerk Monster. So, save. Und wir starten es. Haltet euch die Ohren zu.
Ja, noch steht's. Noch steht's. Wo müssen wir hinkippen? Wir müssen nach rechts kippen. Wir haben nach oben geschrottelt. Wir sagen 3, 2, 1, Start. Ach komm, ohne Counter, oder? Nein, mit Counter. Und wenn Explosion, dann mit Counter. Es ist zu viel Wumms. Ich sehe das schon. Das gibt gar nichts. Ja! Ein bisschen runtersrotteln. Gottes Willen. Das Ding fliegt. Wieso fliegt es? Ich weiß es nicht. So, dahin. Wir kippen schon mal ein bisschen. Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, wohin fliegen wir denn? Bis dann, denn euer Baum, wenn wir langsamer. Mr. Fleck. Tschüssi.